Ja, vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren hier und zu Hause. Zunächst mal muss ich ein bisschen meine Rede umschmeißen und einen kurzen Hinweis geben, nämlich darauf, worüber wir überhaupt heute reden. Herr Professor Dr. Dr. Sternberg hat am Anfang gesagt, natürlich, der Antrag, der wäre ja so allumfassend und da würde ja viel mehr vorkommen als nur das kirchliche Arbeitsrecht. Da möchte ich eben den Hinweis darauf geben, dass wir uns im Hauptausschuss bei der Entscheidung, über welches Thema wir bei der Anhörung reden, doch sehr schwer getan haben und dass da gerade aus Ihrer Fraktion, aus Ihrer Richtung es sehr hin und her ging, dass Sie sich anscheinend nicht einig waren, um welches Thema geht es denn jetzt überhaupt bei dem Antrag und dass es erst hieß, wir müssen eine riesige Anhörung machen, weil es muss über die Kirchen, über die Rolle der Kirchen generell geredet werden und dann hieß es, ach nee, so groß, das wäre ja dann doch ein bisschen Verschwendung, lass uns doch lieber kleiner machen, lass uns über das kirchliche Arbeitsrecht reden. Ich finde es etwas komisch, nur ein komisches Gefühl im Bauch, wenn Sie sich hier hinstellen und sagen, jetzt hier die Anträge nur zum kirchlichen Arbeitsrecht, das wäre vermessen. Bei der Anhörung haben wir Folgendes feststellen müssen. Erstens muss man die Frage stellen, wer kann die Grundversorgung an den Leistungen, die Caritas und Diakonie auch erbringen, eigentlich am besten ausfüllen? Wer kann das am besten sicherstellen? Und wir haben gesehen, unisono, dass die Fraktionen sich einig sind, dass die Kirchen wichtige Beiträge leisten für das gesellschaftliche Leben. Und wir erkennen auch alle gemeinsam die diakonischen Leistungen der Kirchen an, denn sie sind sehr wichtig. Aber wir müssen in dem Moment, wo es dann ums kirchliche Arbeitsrecht tatsächlich geht, zwei verschiedene Verfassungsgüter gegeneinander aufwiegen. Wir müssen einfach sehen, dass die Sonderstellung der Kirchen, dass der dritte Weg von den Grundrechten heutzutage so einseitig einfach nicht mehr getragen werden kann. Die besonderen Loyalitätsanforderungen, die da gestellt werden an die Mitarbeiter, die sind einfach nicht mehr zeitgemäß. Das ist, und das hat der Kollege Sommer ja im Hauptausschuss auch schon zu Protokoll gegeben, einfach ein Arbeitsrecht in dem Moment, das aus der Zeit gefallen ist. Das kann gerne im Kernbereich der Lehre, im Verkündungsbereich, da kann das gerne so bleiben. Aber sobald sobald Caritas und Diakonie, sobald kirchliche Gesellschaften da am Markt agieren, da muss das Betriebsverfassungsgesetz gelten. Da müssen Mitarbeiter eine bessere Vertretung bekommen, als sie im Moment haben. Und das haben sogar die Kirchen erkannt. Auch das haben wir in der Anhörung gehört. Selbst die Kirchen sagen, es besteht Modernisierungsbedarf. Wir müssen daran. Die evangelische Kirche hat sogar Reformen angestoßen. Da sagen wir als Piraten nur eins zu, das finden wir sehr gut, aber bitte, die Geschwindigkeit scheint uns doch noch etwas zu langsam. Vielleicht sind wir ungeduldig, das können Sie uns vorwerfen, aber wir finden gut, dass dieser Prozess angestoßen wurde. Wir würden uns mehr Geschwindigkeit in dem Bereich wünschen. Es ist immer schwierig, als Letzter zu reden. Ich möchte keine Argumente wiederholen. Deswegen versuche ich noch kurz was zu sagen, am besten zu dem SPD-Grünen Entschließungsantrag. Wir finden die Grundrichtung gut, das möchte ich hiermit betonen. Wir hätten uns allerdings gerne ein bisschen mehr Pfeffer gewünscht. Sie hätten einige Dinge ruhig noch etwas klarer ausdrücken können, das ist ein bisschen wischiwaschi. Aber gut, wir können diesem Entschließungsantrag aus einem ganz bestimmten Grund nicht unsere Zustimmung geben, werden uns oder schlage meiner Fraktion vor, dass sie sich da enthält. Nämlich da geht es um den Feststellungsteil, um Punkt 1. Da schreiben Sie, da sind Sie sich nicht ganz einig, habe ich das Gefühl. Sie schreiben auf der einen Seite, die Kirchen sind unverzichtbarer Bestandteil des Gemeinwesens, sicherlich auch aufgrund der vorher angeführten entsprechenden philosophischen Betrachtungen. Und dann schreiben Sie, und das hat mich wieder ein bisschen milder gestimmt, in dem letzten Teil des Satzes, Sie füllen das Angebot an karitativen Leistungen mit aus. Dieses mit, das hat mich dann wieder sehr fröhlich gestimmt, aber der erste Satz, das ist halt, naja. Also unserer Überzeugung nach sind die Kirchen nicht unbedingt unverzichtbar, das können wir auch offen so vertreten. Wir werden uns also bei Ihrem Entschließungsantrag enthalten, wir haben ja unseren eigenen gestellt. Abschließend möchte ich sagen, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von Caritas und Diakonie, die leisten eine super Arbeit, aber sie werden im Moment, das ist unsere Auffassung, durch das besondere kirchliche Arbeitsrecht diskriminiert an vielen Stellen. Die Kirchen arbeiten daran, wir sollten sie auch daran unterstützen, dass außerhalb des Verkündungsbereichs das Arbeitsrecht reformiert wird, dass das nicht mehr haltbar ist, haben anscheinend alle eingesehen. Wir werden die Entwicklung genau beobachten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Marsching.